Ja. Da sind wir wieder im Crash oder komplett Crash. Komplett Standard Windows. So, müssen wir mal gucken, was brauchen wir denn für Programme? Erstmal das. Die Musik. Dennoch das, um den Chat zu lesen. Brauchen wir einen Browser. Stream Deck. Stream Labels. Wiederherstellen. Firefox müsste auch fragen, wie ihn wiederherstellen. So, online sind wir auch schon wieder. Das klappt auch. Ja, sorry, wie gesagt, ist gerade alles abgeschmiert. So, das haben wir, das haben wir. Dann machen wir Borderless Gaming. Ich habe mir aber aufgeschrieben, was da für eine Fehlermeldung gemacht hat. Da gucke ich den nach dem Streamer nach. Was da, weswegen er da jetzt abgeschmiert ist. So, das haben wir. Ja, Crash. Komplett Bluescreen. Bin gerade dabei, alle Programme wieder neu zu starten. So. Hab dich jetzt aber nicht wirklich am Spiel. Ab und zu mal macht mein Rechner das und ich weiß nicht warum. Da steht dann auch immer eine andere Meldung. Mal sagt da NV irgendwas. Also hier Nvidia-Treiber wohl. Mal ist es denn jetzt zum Beispiel Stand Win 32 K Base und Sys oder sowas als Grund. Keine Ahnung, du. So, das haben wir. Programme laufen wieder. Chats sind offen. Die Videovorschau auf den Streams sieht auch gut aus. Ging ja relativ fix, ne? SSD regelt. Nächste schon geht weiter. Hungrig zum Arbeiten. Das ist denn auch möglich, dass man zu hungrig zum Arbeiten ist. Dann müssen wir nämlich was essen. Ich denke mal, insgesamt das geht ja hier ab. Das muss ich dann auch noch mal gucken, ob das so gut ist. Ja, dann schreibt mich aber über Discord an. Hier im Chat mag das mein Bot Chatbot nicht so gerne.
glaube, das levelt doch viel zu schnell. Genau, wenn ich da später nochmal reingucke, dann sehe ich ja, ach, Arnold hat mir eine Nachricht geschrieben und dann kann ich mir das gerne mal angucken. Oh, schon sieht meine Stadt ganz anders aus. Jetzt haust du ab, jetzt wo ich gerade gesucht habe, wo der Pfeil ist. Sonst hätte ich jetzt mal Fuchs gegessen. Apropos Discord, du sagst es ja, ne? Ich sollte vielleicht Discord neu starten. Ich habe Discord gar nicht offen. Geht irgendwie zu schnell, ich bin da schon Level 6 bei dem Ernten. Das muss man denn auch erstmal verbrauchen. Was habe ich denn hier alles? Birkensamen. Okay. Was ist das andere hier? Zedernsamen. Okay. Eine Axt habe ich hochgekriegt. Wo kommt die denn her? Was renne ich denn hier mit meiner Holzaxt rum, wenn ich eine Eisenaxt gekriegt habe? Kann ich meine andere Sense auch in den Rucksack packen? Genau. Hier haben wir den Farnsporn, 26 Zedernsamen und 3 Birkensamen. Bei den Farnsporen erstmal irgendwo einpflanzen. Habe ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, da steht jemand. Boah. Bist dann ein auf dem Server und dann denkst du mit mal, da steht jemand. Nickel, habt ihr ja jetzt, wo ich den Pfeil und Bogen in der Hand habe, jetzt rennst du weg.
Die Kanickel rotzfrech, ey. Renaturieren wir hier gleich ein bisschen. Immer noch zwei Platz frei, zwei Platz übrig. So, dann haben wir noch B. Diese. Anderen Bäume. Kann das hier alles wachsen? Forschungstisch. Bau. Besorgen wir noch ein bisschen Holz. Neue Bäume spawnen auf, wenn man jetzt das Zeug wegnimmt hier, diese ganzen Sachen hier. Dann kommen auch neue Bäume. Kommt der Felsen auch aus dem Himmel? Welcher Felsen? Ich hatte hier ein bisschen ergiebigeres Gneis und so. Oder welcher Felsen? Hallo erstmal, Tanja. Ich weiß nicht, welchen Felsen du jetzt meinst. Und ich bin auch noch ein bisschen am Testen mit den Einstellungen. Den Server, das ist wahrscheinlich doch ein bisschen zu viel XP, die man pro Job denn jetzt bekommt. Ja, der Komet, den habe ich auf 60 Tage gesetzt. Da war mir 30 Tage ein bisschen zu kurz, den habe ich auf 60 Tage gemacht. Aber ich glaube, an den XP muss ich nochmal was drehen, das geht dann viel zu schnell. Ich habe da auch schlecht Vergleichswerte. Und zu Anfang stand da 0, also dass ich 0 XP generiere, das war dann auch nicht gut.
Weiß ich nicht, wo ich das begrenzen kann. Also im Server habe ich jetzt da noch keine Möglichkeit gefunden. Wie gesagt, ich habe da zu wenig Ahnung und keinen Vergleich von den ganzen Einstellungen. Zu Anfang standen die Zahlen alle auf 0. Und da habe ich dann gar keine XP gekriegt. Dann habe ich da mal einen Testwert eingetragen, der war viel zu hoch. Und jetzt überlege ich, den schon runterzusetzen wieder. Weil das immer 289,8 gibt, ne? Jede Aktion, die ich mache. Du siehst ja selber, ich bin hier schon Level 6 und Level 7. 7 von 7. Maximaler Level. Okay. Das geht alles viel zu schnell. Da muss ich erstmal die richtigen Parameter finden. Also Meteora ist aktiv. Erstattung beim Verlernen habe ich 0,5 gesetzt. 1,0 wären 100% und so kriegt man die Hälfte seiner Erfahrungspunkte wieder. Kosten der Spezialisierung habe ich auf 1,0 gesetzt. Skillpunkte pro Tag ist auf 10. Skillpunkte pro Aktion ist auf 1,0 und Skillpunkte durch Crafting ist auch auf 1,0. Aber Arnold hat da schon recht, ich werde mal Skillpunkte pro Tag auf 1 runterstellen. Noch meinen Server neu starten. Ich weiß leider nicht, wie man da was pro Person begrenzt oder so. Das steht nicht direkt da. Dann müssen wir einen Moment warten, bis er wieder neu gestartet ist. Und wie ich schon zu Arnold sagte, zur Not mache ich hier nochmal alles platt und dann starte ich den neu. Von Grund auf leer. Weil ich bin ja schon so weit gelevelt, weil ich aus Versehen da 240 eingestellt hatte. Ja, deswegen, ich überlege aber, ob ich den dann, wie gesagt, nochmal neu installiere. Jetzt ist alles auf 1,0 gestellt, bis auf das Verlernen auf 0,5, dass man die Hälfte wieder kriegt. Das müsste auch wieder da sein. Weil das wäre das Sinnvollste. Ich bin ja jetzt schon beim Überleben auf Maximum Level. Das ist ja dann auch nicht so sinnvoll. Guck mal hier. Bei diesem Selbstverbesserung, Spezialisierung habe ich schon Level 7. Beim Sammeln, Spezialisierung habe ich auch schon 6 von 7.
Holzfäller-Spezialisierung. Was, wie kann man die denn wieder verlernen? Wenn ich das jetzt anklicke? Dann würde ich das jetzt erstmal wieder verlernen, aber ich weiß nicht, wie ich das verlernen kriege. Wo kann man das machen mit dem Verlernen? Kein Plan. Aber jetzt sieht das relativ normal aus, wenn ich jetzt irgendwo gegenhacke. Sollte das mit den XP auch nicht mehr so viel sein? Was ist denn hier los? Wölfe? In die Nase geschossen, habt ihr das gesehen? Dreckswölfe, ich esse euch. Dann habe ich 29 XP gekriegt. Das sieht denn schon normaler aus, ne? Lagerfeuerwolf. 3. Ja, ich kann dir das auch gerade nicht sagen. Aber wie gesagt, nach meinen Levels hier wäre wirklich das Beste, denke ich mal, wenn ich normal anfange. Da ist schon so viel versaut worden durch das falsch eingestellte. Das hätte ich in einer Woche nicht gehabt, diese Level 7 hier bei selbst. Wie heißt das nochmal gleich? Selbstverbesserung, Spezialisierung. Und Sammeln, Spezialisierung. Ja, los. Könnte so na wo aufklickt, das ist es ja. Auf das Level oder auf das hier. Ich kann diesen Stern noch nicht anklicken. Eine andere Spezialisierung. Ich sage jetzt Bauholz oder so. Und sagt dann, Lamba ist unerforscht.
Ich wüsste jetzt nicht, wo ich das verlernen kann. Also momentan habe ich nur die beiden zur Verfügung. Warte mal, lass mich mal selber googeln. Ach, das ist auch ein anderes Spiel wieder. Ja, passt auf, dann machen wir das folgendermaßen. Wir haben 0,5 und überall 1 stehen. So. Dann klicken wir hier neu installieren. So, und gleich werden wir die Verbindung verlieren, weil ich den Server gerade neu installieren angeklickt habe. Dann verlerne ich automatisch alles. Tanja, hast du Discord, dass ich dir die Zugangsdaten da schicken kann? Oder wie wollen wir das machen? Soll ich dir das über Steam schicken? Da brauchst du nämlich ein Passwort. Für den Server. Aber eigentlich nur beim ersten Mal Login. Ist ja krass. Der hat sich gerade eine andere IP-Adresse gegeben. Okay. Aber ist noch nicht ganz hochgefahren wieder. Müssen wir mal einen kleinen Moment warten. Ich denke mal, beim ersten Starten braucht er auch wirklich lange, weil er die ganze Welt erst generieren muss und so. Kann denn derzeit ja mal Arnold seine Meldungen lesen.
Server wird neu gestartet. Eigentlich heißt es auch noch genauso. Also New World. Da ist wahrscheinlich noch nicht ganz da. Okay. Vielleicht hat sich auch die IP-Adresse doch geändert, wer weiß. Fehlgeschlagen. Wir sagen neues Spiel. Ist hier irgendwo Möglichkeiten, direkt Connect zu machen? Meine Welten plus. Meiner ist ja ein Passwort drauf, ne? Das ist jetzt auch nicht 1, 2, 3, 4 Kappa und so, ne? Sagt er nö. Sagte einfach nö. Oder nie wieder gesehen. Ja, das lebt. Okay, Tanja, ich schick dir das mal über Steam. Nachricht senden. Sieht man das im Stream? Nee. Rot, ernsthaft? Nee, brauchst du nicht. Du gehst bei meine Spiele und dann hast du oben rechts so ein Pluszeichen. Da kannst du ein Plus drücken und dann will er die Serveradresse haben. Ansonsten Servername ist New World. Tanja, ich habe dir die Daten gerade über Steam geschickt. Guck mal da, da hast du eine Nachricht. Gerade eben.
Rucksack, das ist ja schon mal eine unakzeptable Farbe für einen Rucksack. Blau. T-Shirt. Ja, machen wir so. Hose grün muss nicht unbedingt sein. Gelb. HCLS gelb. Okay. So. Essen. Tomaten. Cool. Musik überlege ich jetzt. Spawnst du an derselben Stelle wie ich? Dann müsste es ja irgendwie hier spawnen. Ich habe schon den ersten Punkt. Wo kommt der denn her? Oh, ich habe gleich eine Axt gekriegt. Warte mal kurz, steht der Server jetzt wieder auf Englisch? Dashboard allgemein. Der steht auf Englisch. Na, beim nächsten Neustart wird er denn auf Deutsch sein. Ne, ich muss sowieso noch mal neu starten. Der hat neue Werte. Noch nicht probieren. Ich muss den sowieso noch mal neu starten. Da sind alle Werte wieder untergegangen. Also 0,5, da machen wir 1, da machen wir auch 1, da machen wir auch 1. Speichern. Ach so, den Meteor. 60 Tage. Speichern. Einstellungen wurden gespeichert. Neu starten. Ich wundere mich gerade, warum ich ohne Passwort raufgekommen bin. Aber ist ja klar. Der hat sich neu installiert und ist leer gewesen. Sozusagen. Also, weil du gerade beim Anpassen warst, du kriegst gleich einen Connection Loss. Der hat nämlich Nitradonet Game Server gehießen. Das ist nicht so richtig. Der heißt New World. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Erstmal alles neu starten.
Können ja hier auch Täter noch ein Chatspiel machen. Mal sehen, ob jemand da ist. Nee, klappt wohl noch nicht. Ah, okay. So. Nun scheint alles zu funktionieren. Nun will er auch ein Passwort. Wie spielt man das in Third Person? Oder in First Person? Warum kann ich jetzt nicht mehr tauchen? Hä? Kann ich die Segel auch aufsammeln? Noch nicht reif zum Ernten. Okay. Welcome back, Herr Heil. Nummer 17 war es, okay. Du bist jetzt aber bestimmt total woanders rausgekommen, oder? Tanja? Also ich bin hier gestanden, hab hier gestanden. Muss man sich dann wahrscheinlich erstmal finden oder so, ne? Das stelle ich mir auf so einer großen Insel gar nicht so einfach vor, sich da gegenseitig zu finden. Oder erstellst du gerade den Charakter? Kann es dann natürlich sein, dass du denn noch erscheinst. Okay. Ja gut, dann baue ich hier schon mal mein Zelt hin oder was? Oder hier so?
kann hier nicht platziert werden. So. Und fällt schon mal ein paar Bäume. Also bei mir ist eingestellt, dass hier T Voices, wenn man T festhält. So. Jetzt habe ich natürlich so viele Sachen, die ich gar nicht brauche. Muscheln. Gleich schon ein bisschen Stein besorgen. Mit Lagerfeuer. Also wenn du an derselben Stelle spawnst, dann einfach hinter dir hoch ins Landinnere und dann müsstest du schon sehen, wo ich rumhänge. Kein Platz im Inventory. Was ist denn das? Was ist denn das? Ein Müll oder was? Hey, wake up. Pleasy, willkommen.
hier noch ein anderes Lager als das winzige Lager. Tanja ist Bergbauspezialistin, okay. Dann bist du hier woanders, wie gesagt, die spawnt als ich, oder? Schätze ich jetzt mal. Wie findet man sich denn? Oder macht jetzt jeder sein eigenes Ding? Ich weiß ja nicht. Ja, bloß wie findet man sich denn da am besten? Das ist jetzt das Ding. Muss ich jetzt sagen, ich bin in so und so einer Umgebung oder? Ich müsste dich auf der Karte sehen. Warte mal. Auf welcher Karte? GM oder was?
Nee. Ach da. Ach Gott. Das ist ja Kilometer. Ja, Lu, ich hab dich gefunden. Du bist da. Siehst du mich auch auf der Karte? Weil du müsstest hier um die halbe Welt laufen, ne? Das ist ja doof. Das ist ja richtig doof. Ein Müllhaufen, okay. Also wenn du Sachen wegschmeißt, dann liegt das im Müllhaufen. Das ist schon mal gut zu wissen. Lager. Und ein Lagerfeuer. Ich habe schon so oft hier neu angefangen. Ich weiß mittlerweile, was man so zuerst baut. Oh, so ein Lagerfeuer könnte man dann auch hier so hinstellen. Ja, was machen wir jetzt? Schlag mal was vor. Ich habe jetzt zwar schon Land geclaimt, weil ich dachte, das ist ein bisschen egal, wo man anfängt, weil wir so und so noch nicht Eisen zu Anfang brauchen. Ich weiß nicht, weil hier ist auch Wasser in der Nähe. Wegen Essen, Angeln. Ich habe ja vorhin gelernt, dass man angeln kann. Ich würde dann schon mal alles vorbereiten. Essen und so habe ich ja auch schon ein bisschen gesammelt. Und sammle dann schon mal Holz und sowas. Und alles, was mit Stein zu tun haben, hat. Das war ich nicht. Server fährt herunter. Das war ich nicht. Warum? Einen Moment. Ein Moment, guck mal gerade, was das ist.
Hier steht nämlich so eine Meldung, letztes Spiele-Update 14.02.2020, 19.59 und 39 Sekunden. Das klingt denn so, als ob gerade ein Update kam für den Server. Kleinen Moment, der startet erstmal wieder. Charlie unschuldig. Charlie unschuldig von dem. An dem, was da gerade passiert ist. Ja, noch startet da. .3.3 Beta. Wo haben wir hier die Version? Also der Server hat jetzt Version 8.3.3 Beta. Nicht, dass der jetzt auf dem Beta-Stand gepatcht wurde und wir haben noch den normalen Stand. Ich ahne da schon wieder Schlimmes. So, eigentlich müsste er ja jetzt wieder da sein. Verbindung fehlgeschlagen, was? Nochmal. Ja, ich hatte mich bloß vertippt mit dem Passwort. Ja, also sollte wieder da sein. Die haben da wohl ein Update gemacht. So, ne? Auf diese Urkunde habe ich dich zugefügt. Und dann bist du auf allen Grundstücken autorisiert, soweit ich das gesehen habe. Oder? Muss ich das beim Lager, bei allen Sachen extra machen? Da müssen wir dann aber sehen, dass wir bei Gelegenheit irgendwie sowas machen, dass wir eine eigene Gruppe machen oder sowas, dass man dann bloß die Gruppe zuweist oder so.
So, jetzt müsstest du überall eingetragen sein. Ich sammle dann schon mal ein bisschen Holz. Also Essen ist hier erstmal genug da. Ich muss bloß erstmal gucken, wo wir hier Bäume in der Nähe haben. Das ist ja nicht so einfach. Schon wieder für Musik hier. Ach so. Ach, kann ich nicht mehr tragen. Wo ist jetzt der Restbaum hin? Ach, da. Ist er wieder runtergefallen? Oder konnte ich das greifen jetzt? Ja, konnte ich wohl greifen. Okay.
wir hier ein bisschen Futter rein und können wir denn daraus machen? Gegrillte Rübe. Gegrillte Tomate. Gegrillter Mais hauen wir auch nochmal an. Gut, man kann das schon mal alles kochen. Nicht. Hengun, willkommen. Kann nicht mehr tragen.
Hallo Hess, willkommen. So much people here. Wait. We do, I guess, a number game, but not with 20, with 30. Wollen blau gleich da. Ich sammle schon Holz wie ein Verrückter. Und Mais und so was wird auch alles gerade gegrillt. Also Essen ist auch da, wenn du denn da bist. Und hier um uns rum sind auch ein Haufen Steine. Kann die Bergfrau ja machen. Hallo. Probier mal, ob du hier überall Zugriff drauf hast. Sollte eigentlich. Oh, oh. Hat das Spiel verlassen. Oh, Shooter, danke fürs Loot. Danke, danke. Sehr nett von dir. Erik Gesset Reit. Let me see. Then gives you this. You welcome. Guck mal, noch ein bisschen Holz.
Ich weiß ja nicht, ob du Voice hast, aber ich habe Voice. So, mal sehen. Denke mal, für so ein erstes Haus brauchen wir ja einen ganz schönen. Fischer Grill Automatik mal bauen. Ja, mach. Bau, was du für sinnvoll hältst. Ich hätte schon fast vorgeschlagen, du kannst das Haus denn aufstellen oder so. So groß wie du denkst, deswegen besorge ich jetzt auch mal die ganze Zeit Holz, weil da braucht man ja eine ganze Menge Holz für. Fischer, Tisch und Lagerfeuer steht direkt vor dir. Hier. Oder wie meinst du das? Ein extra Lagerfeuer. We can't.
Müssen wir Stein noch erstmal verarbeiten. Ah, okay. Okidoki. Bisschen Arbeit. Alles hier am Arbeiten. Brauchst du auch noch eine Truhe dafür? Dass er in die Truhe produziert oder da man lagern kann? Ich baue mal zur Sicherheit noch eine Truhe. Okay, für Reusen brauchst du aber einen Haufen Dings hier. Lager auch noch, okay. Dann bauen wir noch ein Lager. Ach, pick up. Ah, ich Idiot. Hab wieder nicht gesehen, was da stand. Hier ist überall Mais rings um uns. Ein Kürbis. Papaya? Gegrillte Papaya können wir herstellen? Wie geht das denn?
Ich hab doch gar keine Papaya gehabt. Dann grillen wir den ganzen Kram schon mal. Mais auch. Ach, das hast du mit dir gebracht. Ich wundere mich gerade, wo kommen die Papaya her? So, ein Lagerplatz. Check, willkommen. Einfach stehen. Machen wir mal so.
So, mit pausiert er jetzt noch ein Stockpile. Tun wir noch ein bisschen Holz. Ich glaube, Holz ist das, was wir am meisten brauchen zu Anfang, ne? Die ganzen Sachen bauen. So. Hey, wake up. Mikabo. Thanks for the follow. Das war jetzt ins Zelt gelegt, okay. Gucke ich gleich mal.
muss erstmal wieder zurückkommen. Zwischen dem ganzen Gewusel hier. Meins hat Essen. Papaya-Samen können wir ja noch anpflanzen. Ach, diese Zettel. Ja. Ja, vielleicht noch dieses Holz noch ein bisschen anwerfen. Und hast schon ein Gebäude hingestellt für die Fische. Mensch, das ist ja ein Gebäude. Okay. Ich hab dir schon mal ein bisschen Holz hierher gebracht. Kannst da gleich weiterbauen.
Mich wundert ein bisschen, dass ich auf das Lager zugreifen kann. Das hast du doch gerade aufgestellt. Und dass ich keinen Schatten habe, nur meine Axt hat einen Schatten. Das verwundert mich viel mehr. Wir sind Vampire. Ach so. Das kann sein, ja. Was brauchen wir denn noch? Eine Holzhacke. ...4993 Muscheln werden noch benötigt. Okay. Du weißt, was du tust. Ich vertraue dir da.
hab das noch nicht so oft gezockt. Schon so eine Repair Station gebaut. So, das Lagerfeuer hat ja ordentlich zu tun. Was habe ich denn sonst noch alles dabei? Mammutbaumsamen.
Da kommt wieder ein Loot. -956. Danke fürs Loot, Power Shooter. Danke, danke. Du läufst ja wieder zur alten Höchstform auf. So, auch noch Holz haben, um noch was größer zu bauen. Jetzt mal ordentlich Holz gefarmt. Ziegelsteinwände, okay. Aber Holz brauchen wir doch trotzdem noch, oder? Ich sammle nämlich gerade wie ein verrückter Holz.
Du kannst aber auch hier irgendwo bauen, wenn du willst. Soll ich noch hier irgendwo was claimen? An Grundstück? Weil hier, wo wir stehen, da müsste hier eigentlich alles geclaimt sein. Soll ich das bei der Fischerhütte auch noch claimen? Okay, dann gehe ich da mal hin. Jupp, jupp, machen wir. Machen wir. Muss man alles anklicken nochmal. Also hier mal bei gucken, bei Status, der Raum oder die Fischerei, die steht auf rot. Average Room Tier, you have 0, out of needed 0,5. Und enthalten innerhalb eines Raums ist ja auch ein rotes X. Das stimmt, weil kein Dach ist, ne?
Okay, fehlt noch Dach. Soll ich ein bisschen Holz vorbeibringen? Sonst rennst du ja ewig. Ich werfe erstmal wieder was zum Produzieren an, wa? Irgendwie brauchen wir da wohl noch eine ganze Ecke von. Verdammt, die Fischtraps. Die Fischtraps haben das sofort weggeschnappt, das Holz, was ich da reingeworfen habe ins Lager. Benötigt noch 39 Holz, na Mensch. Kann das schon mal produzieren und ich hole noch ein bisschen Holz. Klingt ja. Ich habe so das Gefühl, dass das Lagerfeuer total überlastet ist und kommt gar nicht hinterher mit unseren Aufträgen. Klingt ja, als ob du die ganze Wand einreißt.
Mineneingang. Okay. Sieht schon ganz schön leer aus, ne? Ofen. Mal neue Bäume pflanzen. Wer weiß, wie lange die wachsen. Schuhe, willkommen. So viele Birkensamen hier, ey. Erstmal einen neuen Wald pflanzen.
Immer noch 17. Wächst du auch ewig. Ja, so eine Reparaturstation habe ich auch schon gebaut. Hütte fast fertig. Das klingt ja. Wobei Hütte ja fast noch untertrieben ist. Das ist ja schon ein Schloss, was da in der Fischerei gebaut hast. Ich denke mal, jetzt haut das doch halbwegs hin mit den XP, da das nicht zu viele sind oder so. Vorhin war ja doch ein bisschen viel.
28 gegrillter Mais. Also wenn das fertig ist, haben wir genug gegrillten Mais erstmal. Hä? Wo bin ich? Ach hier. Schon fast verlaufen wieder. Machen wir noch ein Chat-Spielchen. Okay, weil sonst könnten wir uns auch für gegrilltes Mais bis ans Lebensende versorgen. So viel wie da jetzt drinnen liegt und brät.
So, mal gucken. Okay, ich war gerade mit Holz unterwegs, da ist ja schon alles fertig. Verdammt. Erstmal was essen. Wagen ist voll. Okay. Mit dem Kloppen, das geht einem nach einer Zeit aber auch auf den Geist. Da sollte man nicht neben stehen bleiben. Noch ein bisschen Holz sammeln. Dann pflanze ich noch ein paar Bäume.
Mal angucken, was haben wir denn hier alles Schönes? Okay. Gerade so ein bisschen im Browser angeschaut, wie es auf dem Server hier aussieht. Was haben wir hier? Öffne Ziele. Anführer hat noch kein Weltziel festgelegt.
kann man denn ein Talent auswählen? Okay. Muss ich wohl erst Level 3 fertig haben? Okay. Heißt noch ein bisschen Holz hacken. Ja, eigentlich müsste ich ja jetzt Bäume pflanzen. Ich habe schon so viel abgehackt. Auf dem Sand geht das gar nicht. Am Strand geht das gar nicht, Bäume pflanzen. Pflanzen wir erstmal Bäume. So viele Äste wie hier rumliegen.
Kisten. Kann ich nicht mehr mitnehmen. Aus, was ist das für Musik? Weg damit. So, nehmen wir das. Fahren pflanzen wir hier auch noch. Das sind alles Bäume, ne? Papayasamen können wir auch noch. Das sind alles Bäume. Mio,
Willkommen, hallo. Thanks for your wishes. Wir bräuchten so langsam ein Werk, hier Reparaturtisch, meine kleine, wie nennt sich das hier? Holzhacke ist schon fast kaputt. Was ist das noch bei der Fischerhütte mit rein, dieser Reparaturtisch? Lass wir den da dann hinstellen. Reparaturtisch bei den Fischen mit rein, passt das? Der kann offen stehen, okay. Ja, dann stell irgendwo hin hier. Dann können wir nämlich reparieren. Muss mich aber noch hinzufügen, damit ich den bedienen darf. Nämlich noch nicht autorisiert, glaube ich. Ach, ich kann das autorisieren, okay. Na gut. Und dafür brauchen wir den Eisenbahn, okay. Okay, nee, dann ist okay. Dann habe ich nichts gesagt.
Überall mal ein paar neue Bäume hinstellen. So, alles verpflanzt, was ich in der Tasche hatte. Soll ich helfen? Ne, ich habe auch eine Schippe. Ist das noch breiter oder tiefer? Okay, sieht so aus. Okay.
Jetzt ist es hier gerade. Soll das noch tiefer denn oder? Oder noch breiter? Hier ist voll. Denn hier schon Fisch. Mal gucken. Aber irgendwie sagt die Reuse, dass die nicht funktioniert. Ich habe hier gerade mal geguckt. Der sagt, guten Fischtraps must be placed underwater in Froschwater to function. So ein roter Haken, ein rotes X dran. Ich glaube, das liegt daran, dass irgendwie bei der Herstellung stand dran, dass die irgendwie für Flüsse oder sowas gemacht sind, ne? Und wir sind ja hier beim Meer. Ich glaube, deswegen geht die nicht.
Brauchen wir Rohholz. Ich baue mal eine Angel. Normale Rohholz. Nehmen wir mal ein bisschen mit. Holz kann ich nicht in eine Lagerkiste legen. Verdammte Axt. Warum war zwei Angeln? Fertig. Ne, aber so wie ich das hier verstanden habe, ist das mit diesen Häusen. Schreibt da hier: A trap to catch river fish as they swim. It's too small to catch the larger ocean fish. Okay. Na, ich meine, deswegen ist bestimmt jetzt die Rot, ne? Dass sie das vielleicht mit einem Patch wieder in Gang gebracht haben oder so. Ich weiß es nicht. Aber das hier ist ja offensichtlich das Meer. Ich weiß jetzt nicht, wo hier noch ein See oder ein... Komisch, weil die jetzt rot anzeigt, deswegen war ich bloß ein bisschen besorgt. Wie gesagt, zur Not stelle ich mich hier hin und angel ein bisschen. Ja, ich habe das Dachlager gefunden. Richtig. Mit den Währungen muss ich mir so und so noch mal angucken. Momentan brauchen wir es ja noch nicht wirklich, wenn man da was mit Währungen macht. Eine Minute, da können wir noch ein bisschen Holz sammeln. Was, wo ist hier Holz?
So, mal sehen. Müsste ja gleich die Angel fertig sein. Die eine. Ich habe ja zwei beauftragt. Doch bald ein Level abgeben hier. ...2449 von 2500. Muss doch gleich ein Level abgeben. Huch. Lass mich durch. Jetzt gab's ein Level up, okay. Ja, was ist da dein? Ich angel denn mal ein paar Fische. Schon der erste.
Bamba. Schon mal den zweiten Fisch. Genau, Research-Table, die können wir auch brauchen. Wenn wir aus so einem großen Ozean hier ein paar Fische rausziehen, das wird ja keine großen Auswirkungen haben. Mensch, kommen hier nur Thunfische? Irgendwie fange ich hier nur Thunfische. Da kommt der böse Asteroid wieder. Hier 59 Days, 21 Stunden, 13 Minuten, 10 Sekunden. Das erinnert man einen immer wieder dran, warum man das hier spielt. Der Asteroid.
Gut. Ich glaube, 12 Thunfische oder 13 Thunfische reichen erstmal. Haben wir genug zu essen. Gegrillte Rübe haben wir hier schon. Das kann ich am Rucksack mitschleppen. Da haben wir hier mehr Platz für Essenssachen. Die Research Table, die kann auch im Freien stehen. Muss sich innerhalb eines Raumes befinden.
Ja, du hast was gefunden. Eisen. Kupfer. Ah, Kupfer. Ja, sollen wir den Forschungstisch denn jetzt in dem Gebäude vom Fischerhütte hinstellen oder eine eigene Hütte dafür bauen? Der muss nämlich in einem Raum stehen, der Forschungstisch. Der braucht 25 Kubikmeter freies Volumen im Raum. Ich glaube, so viel haben wir auch nicht mehr frei in dem Hallern. Ne? Nee, 50 auf 60, wir haben noch 10 Kubikmeter frei. In der Mine. Okay. Genug Holz haben wir ja erstmal, ne? Dann gucke ich, dass ich noch ein bisschen Bäume pflanze. Ich habe schon so viele Bäume gefällt, da muss man noch mal ein paar neue pflanzen. Ich wollte gerade sagen, wo klettert denn der Hirsch da gerade hoch?
Ah, ich bin gefangen. Hilfe. Lass mich erstmal freikämpfen hier wieder. Hier ist schon wieder. Kommen die denn alle her? Macht sich bestimmt zu zweit viel besser. Mein Inventory. Irgendwie bleibe ich beim Eingang immer hängen, irgendwie. Ganz komisch.
Huch. Hast noch einen so ein Teil? Dann haben wir hier an der Seite. Auch Platz. Okay. Dann mache ich da wieder die Erde rein. Schon mal weg. Ist immer ein bisschen nervig mit den verschiedenen Arten von Steinen, aber wenn man das weiß, ne, dann kommt man damit klar. Cool, ne? Bin ich. Komm hier nicht mehr raus, Hilfe. Hallo Sam, willkommen. Aber Tanja, was hältst du davon, für heute erstmal Feierabend machen? Ich meine, wenn du willst, kannst du ja noch weiterspielen, der Server bleibt ja online. Aber ich würde mich dann erstmal hier ausklinken. Aber sie sieht gerade AFK aus. Hat bestimmt nicht gehört, was ich gesagt habe. Thank you.
It's going well. Sam, how you doing? It's a nice game. At this moment we played with 2. It's possible up to 30. And I have the game found what I play in the next days, maybe weeks. Geht da immer Charlie Force? Kann ich nur an Charlie Force schreiben? Nee, das muss ich noch gesehen haben, denke ich mal. Okay. Let me draw the raffle. Hands were free, close raffle, draw raffle. Congrats! Okay, thanks for watching, thanks for the donations and follows. Danke fürs Zuschauen, Power Shooter, danke für die ganzen Loots, falls du noch da bist. Ich bin morgen wieder da, I'll be here tomorrow. Bye bye, arrivederci, auf Wiedersehen.